Es ist angegrillt. Bei der ersten württembergischen Grillmeisterschaft läuten Fleischfans schon jetzt die Grillsaison ein. Promis läuten die Glocken, die Premiere des Musicals Der Klöckner von Notre Dame in Stuttgart. Und ein Traum wird wahr. YouTube-Star Jenny Masala geht auf Tour und wir haben sie beim Auftakt in Stuttgart Backstage begleitet. Ja, und damit hallo und willkommen zum Journal am Montag hier bei Regio TV. Heiße Chefs, glühende Kohlen und kiloweise Grillgut. Bei der ersten württembergischen Grillmeisterschaft in Sindelfing sind am Sonntag 13 Teams aus ganz Deutschland mit ihren besten Kreationen gegeneinander angetreten. Meine Kollegin Caro hat sich das mal genauer angeschaut und einem Grillteam aus Filderstadt unter die Arme gegriffen. Das Fleisch brutzelt, die Smoker sind einsatzbereit und die Helfer schnibbeln um die Wette. Bei der ersten württembergischen Grillmeisterschaft sind die Männer in ihrem Element. Kiloweise Wurst und Fleisch wandern bei den 13 Teams aus ganz Deutschland über die Grills. Ihr Ziel? Erster württembergischer Grillmeister werden. Unter den Hobbychefs bereiten sich auch die Brandstifter aus Filderstadt auf den Wettbewerb vor. So, hallo. Hi. Was gibt's denn bei euch Gutes? Oh, wir grillen halt ein bisschen. Brandstifterchef Ralf bittet mich gleich zu sich herum und weist mich ein. Jedes Team hat seine eigenen Kreationen im Gepäck. Einzige Vorgabe der Jury? Eine Menüfolge aus Wurst, Fleisch, Burger und Dessert muss punktgenau im Stundentakt serviert werden. Den nervenaufreibenden Wettbewerb stemmt der 28-jährige Familienvater mit seinen 4 Freunden. Die sind erst seit einem Monat ein Grillteam und haben keine Wettbewerbserfahrung. Da lässt die erste Stresssituation natürlich nicht lange auf sich warten. Guck mal, die eine, die nicht dunkel ist. So kann ich? Die unteren Teile erst. Ich muss die Dinger rauflegen. Jetzt habe ich hier 12.29 Uhr auf meiner Uhr stehen. 25 Minuten? Okay, die Zeit ist knapp. Das heißt, ranklotzen. Also, die Zeit rennt. Trotz meiner semi-professionellen Unterstützung am Grill, Teamchef Ralf lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist ja so halbes Showcooking hier. Bist du das gewöhnt? In der Form nicht, ne. Nee, ne? Und vor allem jetzt ist es auch gut stressig. Oh, das ist alles gut. Ja, noch gut im Zeitplan? Just in time, alles wunderbar. Just in time, so muss es sein. Und just in time wird dann auch angerichtet. 4 Boxen mit Bratwurst, Biersenfsoße und Kraut gibt's im ersten Gang für die Jury. Und nahtlos geht es weiter. Mit einer 5 Kilo Rinderbrust, 16 Stunden im Smoker gegart. Echte Männersache also. Wow. Gut gelungen scheint es zu sein, das mächtige Stück Fleisch. Beim Anrichten gibt's von den Zuschauern Applaus. 2 Gänge später haben es die 5 dann geschafft. Burger, Schokoküchle und Co. sind pünktlich bei der Jury gelandet. Und geschmeckt haben muss es auch. Die Jury würdigt den Einsatz mit dem 2. Platz. Da verliert sogar der geduldigste Brandstifter die ruhige Hand. An die Brandstifter! Ja! Stimmt, du kommst dann an, ey. Alter. Geile Scheiße. Cool. Den Klassiker der Klöckner von Notre Dame von Victor Hugo aus dem 19. Jahrhundert gibt's nun auch als Musical in Stuttgart. Gestern Abend gab's die große Premiere, bei der auch viele Promis zeigten, wo die Glocken hängen. So erschienen unter anderem Frank Elstner, Natascha Ochsenknecht, Cassandra Steen oder Timo Hildebrand. Auch die Moderatorin Caroline Bay ließ sich die Premiere nicht entgehen. Die Botschaft des Klassikers, nicht nur auf Äußerlichkeiten zu achten, ist für sie sehr aktuell. Es muss den Drang wieder zu Echtheit geben, muss es geben, weil das, wo soll das hinführen? Also ich denke, das erreicht jetzt so einen Höhepunkt und dann wird sich das wahrscheinlich wieder geben. Wie das Musical nun bei den Promis ankam, das erfahren Sie dann am Mittwoch in unserem Kulturmagazin Puls. Bekannt wurde Jenny Masala vor über einem Jahr durch ihr Video One Girl, 13 Voices, das millionenfach geklickt wurde. Als die Frau mit den vielen Stimmen hat sie für Furore gesorgt. Jetzt geht Jenny mit ihrer eigenen Stimme und ihren eigenen Songs auf Deutschland-Tour. Beim Auftakt in Stuttgart haben wir die Stuttgarterin Backstage begleitet. Das ist schon immer mein Traum gewesen. Und jetzt ist es soweit.
Jenny Marsala kann es gerade immer noch nicht glauben. Ihr Kindheitstraum wird wahr. Ihre eigene Tour. In weniger als 2 Stunden wird sie auf der Bühne im Stuttgarter Theaterhaus stehen. Es ist noch ein bisschen surreal, weil ich jetzt noch so aufgeregt bin. Aber ich denke, wenn wir dann das Konzert spielen und wenn ich dann so langsam in den Modus komme und die bekannten Gesichter im Publikum sehe, ich glaube, dann kommt das alles. Alles angefangen hat für Jenny vor 17 Jahren. Mit 12 steht die Stuttgarterin zum ersten Mal vor Publikum. Für sie ist damals schon klar, ich will Sängerin werden. Man hat ja das Glück, als Musiker auch verschiedene Berufe mit Musik auszuüben. Also ich könnte ja auch noch unterrichten, aber ein Plan B, dass ich jetzt was ganz anderes mache oder so, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ihren großen Durchbruch hat sie vor über einem Jahr mit ihrem YouTube-Video One Girl, 13 Voices. In dem imitiert sie einige Weltstars wie Britney Spears und Shakira. Diese Songs dürfen natürlich auch bei ihrer Tour nicht fehlen. Aber im Fokus steht jetzt ihre Stimme mit ihren Liedern. Die Songs, die so im stillen Kämmerchen entstanden sind. Ich mit mir selbst und meine Geschichten. Wenn man das in einen Song verpackt und dann damit rausgeht mit seiner eigenen Band, dann ist das schon was ganz anderes. Dann fühlt man sich so, als würde man sein Herz öffnen. Kurz vor 20 Uhr ist es soweit. Vor der ersten Show kommt das komplette Team zusammen. Und dann hat Jenny noch mal einen Moment für sich allein. Trotz langer Bühnenerfahrung, die Nervosität steigt. Herzlich willkommen zurück. Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat auf die Niederlagenserie reagiert und sich von Trainer Markus Bauer getrennt. Der Weltmeister von 2007 war seit Sommer 2016 TVB-Coach und schaffte in der vergangenen Saison mit den Wild Boys den Klassenerhalt. Der Geschäftsführer und Aufstiegstrainer von 2015, Jürgen Schweikert, übernimmt bis auf Weiteres den Trainerposten. Ich freue mich jetzt auf diese Aufgabe, aber natürlich wäre mir nichts lieber gewesen, wie wir das mit ihm geschafft hätten. Gescheitert, wenn man das so bezeichnen darf, dann einfach an der Niederlagenserie. Die hängt natürlich auch in den Köpfen der Spieler und wir stehen da in der Verantwortung, da versuchen was zu ändern. Wir haben uns jetzt zu dem Schritt entschieden und hoffen, dass es eben die nötigen Impulse gibt. Zum Volleyball. Man soll ja nichts verschreien, aber was Allianz MTV Stuttgart in dieser Bundesliga-Saison bisher abliefert, ist zweifellos titelverdächtig. 14 Siege, 2 Niederlagen, Tabellenplatz 1, das war bis zum Wochenende die fast makellose Bilanz der Stuttgarterinnen. Und am Doppelspieltag gegen VCO Berlin und den SC Potsdam hat das Team diese beeindruckende Serie sogar noch weiter ausgebaut. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Sie bekommen Ihr Lächeln derzeit kaum mehr aus dem Gesicht. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart. 2 Spiele, 2 Siege, das ist die makellose Bilanz des Doppelspieltages am Wochenende. Am Samstag zeigt der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer dem Nachwuchsteam aus Berlin seine Grenzen auf. Die Junioren-Nationalmannschaft, die außer Konkurrenz am Bundesligaspielbetrieb teilnimmt, ist erwartungsgemäß ohne echte Chance. Bei Stuttgart kommen beim 3:0-Sieg vor allem die Spielerinnen zum Einsatz, die im Moment nicht so viel Spielzeit haben. Heute haben auf jeden Fall ja schon mal andere Leute gespielt, als sonst immer so auf dem Feld stehen. Und das, da in der Hinsicht haben wir halt schon was ausprobiert. Aber letztendlich ist halt jedes Spiel ein Spiel und wir wollen immer das Beste geben. Und ja, das ist ja in jedem Spiel gleich. Einen Tag später gegen Potsdam zeigt sich Allianz MTV weiter erfolgshungrig. Die zuletzt formstarken Gäste können Stuttgart nie ernsthaft in Gefahr bringen. Auch hier zeigt sich, dass Stuttgarts Kader in dieser Saison auf allen Positionen doppelt stark besetzt ist. Und das macht Allianz MTV für die Gegner so schwer ausrechenbar.
Am Ende heißt es auch gegen Potsdam 3:0 für Allianz MTV Stuttgart. Ich glaube, wir haben ganz gut aufgeschlagen heute und da haben die richtig Probleme mit gehabt. Und ich glaube, mit diesem Spiel, dass wir fast alle gespielt haben und so gestern auch, dass wir ganz viel Vertrauen tanken können Richtung Mittwoch. Am Mittwoch geht es nach Dresden zum Viertelfinal-Hinspiel im CEV-Pokal. Dort will sich Stuttgart eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Halbfinale verschaffen und weiter Selbstbewusstsein tanken für den Liga-Endspurt. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Mit großen Schritten nähern wir uns dem Frühling, aber das nur auf dem Papier. Meteorologisch beginnt der in knapp 2 Wochen am 1. März. Doch von Frühlingsluft ist gerade nichts zu spüren. Nach dem Schnee am Wochenende bleibt es auch in der Region noch ziemlich kalt. Die genauen Aussichten sehen Sie jetzt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.